Polizeihauptmeister Sebastian Hajek und Polizeihauptkommissar Jan Zangenfeind sind mit einem Spezialfahrzeug unterwegs. Mit der eingebauten Videoüberwachung messen die Polizisten Geschwindigkeitsüberschreitungen. Also wir sind heute in Zivil unterwegs mit einem Provider-Fahrzeug, hauptsächlich zur Geschwindigkeitsüberwachung im Dienstbereich, insbesondere auf den Motorradstrecken. Dafür ist also Uniform eher hinderlich, weil man die doch im Vorbeifahren sieht und in Zivil fällt man nicht ganz so auf. So, jetzt fahren wir mal Richtung Ruppolding rüber und schauen wir mal, was der 305er los ist. Und die Polizisten müssen nicht lange warten. Der ist relativ zügig in die Ortschaft 3. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob er uns entdeckt hat. Aber er hat so den Eindruck gemacht, dass wenn er dann gleich wieder seine gewohnte Geschwindigkeit weiterfahren möchte. Er fährt also deutlich zu schnell, aber wir kommen nicht hin zum Messen. Sebastian Hajek und Jan Zangenfeind konnten keine saubere Messung durchführen. Für das Strafmaß ist das wichtig. Den Polizisten bietet sich eine zweite Chance. So schnell kann es gehen. Ja. Die verwechseln halt immer die Landstraße mit der Rennstrecke. Gell. Das ist, wenn wir teilweise 150 nachfahren müssen, dann kann man sich vorstellen, was der da vorne fährt. Ja, und wir kommen leider gerade nicht so vor, wenn wir das vorstellen. Jan Zangenfeind darf im Einsatz ganz offiziell die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten. Schon seine Schräglage, dass er schon deutlich schnell ist. Ja, das grausame Spiel da beenden. So. Hallo, die Polizei. Gib mir Führerschein und Fahrzeugschein. Was hast du überlegt? Da seid ihr hinterher gefahren, habe ich überlegt, was ist denn das für einer? Mhm. Okay. Okay, so ein Vorlasskunst mit Cebis, bitte. Mal schauen, was der Kollege noch rausbringt. Und dann lassen wir es bei einer mündlichen Verwarnung gut sein. So, die Leistung. 170 PS. 170. Für Jan Zangenfeind und Sebastian Hajek endet eine erfolgreiche Kontrolle. Zurück bei den Heidelberger Verkehrspolizisten Thorsten Diem und Rüdiger Kretschmann. Sie verfolgen einen Audi, der trotz Tempolimit 120 Vollgas gibt. Der weiße Audi, der wird schneller. 180. Ja, 170. Also war die Vermutung richtig, ne? Wenn er freies Schussfeld hat. Wieder im Bereich von 200, 250 Euro. Jetzt gucken wir mal, warum er jetzt nicht überholt. Der will auf die A6, sag ich dir. Ja. Und der vorne fährt 120. Also, den holen wir raus. Okay, ich zeige mal die Kelle. Jetzt lang rum. Okay, ich schalte hier Kamera ein. Mit dem Audi im Schlepptau geht's auf einen nahegelegenen Parkplatz. Der Grund, warum wir sie jetzt anhalten, wir sind, wie gesagt, mit dem Videofahrzeug unterwegs gewesen auf der A656 und habe sie jetzt gefilmt, weil sie zu schnell waren. 120 Kilometer sind erlaubt und sie waren deutlich drüber. Ist Ihnen das bewusst gewesen? Oder waren Sie eher? Am Brücker hieß doch 120. Nein, das ist die ganze Strecke, ist 120 Kilometer. Das war mir nicht so. Fahren Sie die Strecke öfters oder selten? Oder? Ja. Öfters? Okay. Also wie gesagt, 120 Kilometer war der erlaubt. Wir können so machen, dass vielleicht der Kollege Kretschmann, der würde Ihnen das Videoband gerade mal zeigen, dann können Sie sich anschauen. Ich glaub, ne? Schon, ja, klar, aber es wäre schon besser, wenn Sie sich das mal anschauen würde. Dann sehe ich auch, dass Sie deutlich zu schnell waren. Vermutlich habe ich Sie unterhalten. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht, ob Sie es eilig haben. Ja. Naja, wir haben über Fußball geredet. Nicht eilig. Geredet, über Fußball geredet. Ja, und deswegen ja. Aber das ist halt die Gefahr, ne? Wenn man sich unterhält. Ja. Dass man dann den Blick für den Tacho oder für Schilder oder sonstiges verliert. Jetzt müssen wir halt gucken. Bei 175 sind, sagen wir so, ein Schnitt von 170.
auch nach Abzug der Toleranzwerte Sie mit dem Fahrverbot rechnen müssen. Ne? Also wir reden hier über einen Bußgeldbescheid so um die 250 Euro plus einen Monat Fahrverbot. Ja. Ich sage Ihnen jetzt mal, was auf Sie zukommen wird. Das kann man jetzt nicht mehr rückwendig machen. Nein, das können Sie nicht rückgängig. Sie können aber daraus lernen. Ja. Genau. Können sagen, in Zukunft unterhalte ich mich eben nicht mehr mit meinen Jungs über Fußball, sondern guck ein bisschen mehr auf die Straße. Ja? Natürlich, weil ich das ist nicht mal, das ist nicht mein Ziel und nicht mein Sinne, dass ich mal möchte irgendwas mal strafbar machen oder sozusagen mich selber belasten damit. Ob absichtlich oder nicht, letztendlich drohen diesem Raser 2 Punkte, das hohe Bußgeld und 1 Monat Fahrverbot. Die A2, die gefährlichste Autobahn Deutschlands. In der Region Braunschweig kracht es über 3000 Mal pro Jahr. Auf diesem Abschnitt der sogenannten Todesstrecke sind die Autobahnpolizisten Steven Lahn und Klaus-Dieter Ude oft auch nachts unterwegs, auf der Suche nach Rasern. Und gerade nachts machen viele Raser die Autobahn unsicher, denn dann haben sie meist freie Fahrt. Schnell setzt sich ein Auto vor den Videowagen der Polizisten in rasantem Tempo. Wir folgen einem hellen Mercedes-Kombi, Kennzeichen Gustav Richard Martha. Hier ist momentan 120 km/h Höchstgeschwindigkeit. Fahrzeug entfernt sich. Beginn einer Messung. 209. Wir versuchen jetzt auf das Fahrzeug aufzuschließen. Oberhalb der Fahrbahn werden jetzt 100 km/h angezeigt. Doch dann wird der Verkehrsraudi unerwartet langsamer. Die Polizisten sind erfahren genug. Sie haben schon eine Ahnung, warum. Hier ist jetzt Beginn einer Baustelle 80 km/h, jetzt 60 km/h, rechtzeitig, linksseitig angezeigt. Und das Fahrzeug ist jetzt direkt vor uns in der mittleren Fahrspur. Der hat Lunte gerochen. Wir werden den Pkw in Kürze überholen und ihn dann an der Tank- und Rastanlage Zweidorferholz kontrollieren. Zeit, dem Sportwagenfahrer die Leviten zu lesen. Mal sehen, was der junge Mann zu seiner Raserei zu sagen hat. Guten Tag, die Polizei. Einmal bitte Motor aus. Zu schnell? Zu schnell, genau. Ich brauche mal Führerschein, Personalausweis und einen Fahrzeugschein. Der junge Mann scheint nicht richtig überrascht zu sein, dass er den Beamten ins Netz gegangen ist. Doch dazu gleich mehr. Da war zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Okay. Gemessen haben wir sie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit 209. Wir haben das Ganze auf Video. Wenn Sie möchten, dürfen Sie sich das auch gerne noch mal anschauen. Ja, gut. Die Polizisten hatten offenbar den richtigen Verdacht. Der Raser hat den Videowagen der Zivilpolizisten kurz vor der Baustelle bemerkt. Oh, jetzt kann man hier sehen, wie unser Auto immer schneller wird. Oh, jetzt sind wir bei 180. Das merkt man gar nicht mehr, dass man so schnell fährt. Das ist wie für mich jetzt, wie ich 90 gefahren bin oder 100. Naja. Um eventuelle Messungenauigkeiten auszuschließen, ziehen die Beamten 5% zugunsten des Fahrers ab. Vor einer hohen Strafe wird ihn das nicht retten. 120 war erlaubt, 198 werfen wir Ihnen vor. Ja, sind dann. Gut, dann was eventuell noch dazu kommt, ist eventuell Vorsatz, weil hinten lief eine sogenannte Blitzer-App. Was lief hinten? Eine sogenannte Blitzer-App lief, die anzeigt, wo stationäre Messgeräte stehen. Ich habe mein Handy nicht angemacht. Das ist Blitzer-App angehabt. Das ist grundsätzlich nicht erlaubt. Die klassischen Blitzerwarner, die eine Funkanlage darstellen, die sind natürlich richtig nicht erlaubt. Und diese Blitzer, das ist so eine Grauzone. Darf ich das von Blitzer-App angehabt oder was? Nach 30 Dienstjahren kennt Klaus-Dieter Ude die Tricks der Raser. Er hat die App im Handy bei dem Mann auf der Rücksitzbank gesehen. Wo die angehalten haben, da wollte ich gucken, wie viel man da fahren darf. Da habe ich das kurz angemacht. Wer es glaubt. Auch Autobahnpolizist Klaus-Dieter Ude hat das leuchtende Display gesehen, als er mit seinem Kollegen den Wagen überholt hat. Damit ist die Sache klar und das Ergebnis amtlich. Also über 70 km/h zu schnell sind 600 Euro, 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot. Das ist schon. Dankeschön. München ist teurer. Da habe ich 1000 bezahlt. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Auf die Bundesstraße 100 Richtung Wittenberg. Die Polizisten Detlef Kipping und Uwe Kramer sind mit ihrer mobilen Radarfalle Verkehrsaudis auf der Spur. An einer Ampel fällt den Beamten ein Taxi auf.
Das Taxi, das kam im linken Fahrstreifen, kam relativ zügig. Ich habe zu meinen Kollegen gesagt, der hat garantiert entweder keinen Termindruck oder er hat in Halle gearbeitet, hat jetzt Feierabend, nimmt das Taxi mit nach Hause. Die beiden Zivilpolizisten haben das richtige Näschen. 100 km zulässig, vor uns fahren der Pkw Skoda, Halle Trennung, ein Taxi, 100 km zulässig, durch B-Straße, 127 km. 27 zu schnell im 100er Bereich. Und auch als die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 gesenkt wird, lässt das den Taxifahrer kalt. Hier ist 50, kannst du besser machen. 50 km, da war er 86. Das macht über 100 Euro und einen Punkt. Doch die Raserei hat für den Taxifahrer möglicherweise noch schlimmere Konsequenzen. Das Problem bei Taxifahrern sind bei 4 Punkten die Personenbeförderung weg. Und wenn sie das so leicht, wie gesagt, die verdienen ihre Brötchen mit dem Fahrzeug. Wenn sie das so leicht hinwerfen, ja, da weiß ich nicht, ob den Leuten noch zu helfen ist. Die 100 km sind zulässig, habe ich sie gemessen. Ihr Fahrzeug gemessen mit 127 km pro Stunde. 100 sind zulässig, davon ziehen wir noch 5% Toleranzwert ab, sind aber immer noch 21 km mehr wie erlaubt. Das ist ein Bußgeld. Ohne Fahrgäste können Sie froh sein, ist es nur ein normales Bußgeld. Nein. Mit Fahrgäste wäre es doppeltes Bußgeld und Punktezahl, das wissen Sie. Der Fahrer ist genervt und liefert gleich die nächste Provokation. Wo wollen Sie hin? Eine Zigarette. Nee, jetzt mal bitte nicht rauchen. Können Sie sich das Video mal kurz angucken? Die 2 Minuten haben Sie. Das sind ja mehrere Geschwindigkeitsverstöße, was Sie gemacht haben. Das ist in dem 50er-Bereich 86. Da ziehen wir 5 km ab, sind auch 31 mehr. Seine Fahrgäste holt der Taxler nicht mehr zeitig ab. Und eine saftige Strafe gibt es auch. 135 Euro und einen Punkt. Schichtbeginn für Oberkommissarin Steffi Dietz und Hauptkommissar Markus Kirsch. Mit einer mobilen Radarfalle haben sie es auf Raser abgesehen. Es ist Wochenende. Die beiden haben viel zu tun. Ich würde sagen, freitags haben die Leute eher mal früher Feierabend und sind dann schon in Wochenendstimmung und wollen dann halt schnell heim. Die dann halt schon mit den Gedanken ganz woanders. Auf der B9 fällt Steffi Dietz und Markus Kirsch ein schwarzer Wagen auf. Mit ihrer Kamera filmen sie den Raser. Jetzt auf der B9, Worms, Fahrt Richtung Ludwigshafen. 120er Bereich, vor uns der Audi, deutlich zu schnell. Sind jetzt höher Ausfahrt, Worm Süd, Fluchtplatz, Messe. Gut. 164. Auf den Temposünder kommt jetzt einiges zu. Nach Abzug der Toleranz war das jetzt 35 km/h. Schneller als erlaubt. Es gibt ein Bußgeld von 120 Euro. Gebühr kommt drauf von knapp 30 Euro, also etwa 150 Euro. Und ein Punkt, der 2,5 Jahre bestehen bleibt. Hallo, machen Sie gerade bitte den Motor aus. Motor aus? Sie verstehen nicht gut Deutsch, ist das richtig? Okay. Englisch? Okay. You drive too fast. Much too fast. You live in Germany? Yes, Eich. This is your address, your car. Okay. I show you a video. Here, look at the speed. Yes, yes. And then there's an average speed from 164. Mm-hmm. 120 is allowed? Yeah, I know. If you drive more than 40 too fast, yeah, and then one month the driver license. That's the last time. And another possibility, in a city or in a village, 31 more. Yes, yes. Driver license 1 month away. And a third, 2 times in 12 months, was more than 25 kilometers more. Yes. Mm-hmm. Yeah, 1 month. Auto. No, I know auto. Okay, you understand? I know. I understand. Der junge Mann darf weiter. In den nächsten Tagen bekommt er Post von der Bußgeldstelle. Kosten für seine Raserei heute 155 Euro.